Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex und mit Bitcoin Cash. Was war los diese Woche? Wahnsinn. Segwit abgesagt. Bitcoin Cash am Durchdrehen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin noch ein bisschen angehauen gerade. Die ganze Nacht an den Kursen verbracht. Wahnsinn, was da abging. Und heute haben wir also einen neuen Wochenreport für euch, der heute ein bisschen anders ist als sonst. Wochenreport, 12. November 2017. Und heute geht es natürlich um Segwit und den Abbruch, Bitcoin Cash Rally, Bitcoin Cash Countdown und natürlich das Ergebnis eurer Abstimmung. Es gab viele andere wichtige Faktoren in dieser Woche. Viele Altcoins haben gute Gewinne gemacht zu Beginn der Woche. Allerdings werde ich darauf jetzt nicht groß zu sprechen kommen, aus zeitlichen Gründen. Ich werde heute mit euch speziell über Bitcoin Cash sprechen und so ein bisschen vielleicht verstehen, warum das Ganze so gekommen ist bisher. Lasst uns mal direkt starten. Was habe ich für euch rausgesucht? Genau, als erstes mal auf CoinMarketCap. Wir sehen mittlerweile, ich habe das jetzt mal umgerechnet in Satoshi. So, jetzt mal ein Euro. Mittlerweile steht der Bitcoin Cash bei unglaublichen 1229 Euro. Ihr seht also an dem Anstieg hier wie eine Rakete. Kurzfristig sogar Ethereum abgelöst von Platz 2. Ich habe euch das vorhin bei Twitter gepostet. Jawohl, hier seht ihr es mal. Also ich habe einen Screenshot gemacht. Es war tatsächlich so ungefähr wann war das, 9 Uhr morgens oder so. Da war der Bitcoin Cash tatsächlich vor Ethereum. Nach Ewigkeiten. Ethereum hat ja schon Spinnweben auf dem Thron. Und naja, jetzt sieht es auf jeden Fall so aus. Jetzt eben gerade habe ich nochmal geschaut, da ist das Ganze wieder umgesprungen. Aber ihr könnt es ja selbst mal live verfolgen. Ist auf jeden Fall eine knappe Nummer. Jawohl. So, während wir hier sprechen, hat der Kurs sich schon wieder erhöht. Also ihr seht, immer wenn der Bitcoin gerade einen Dip macht, dann steigt natürlich der Bitcoin Cash. Und umgekehrt, als der Bitcoin Cash einen Knick macht, ist hier quasi der Bitcoin gestiegen. Das heißt, wir sehen hier ganz stark, dass sehr viele Menschen gerade in Fiat, also aus Bargeld, in die Kryptowelt einzahlen, um sich Bitcoin Cash zu kaufen. Und im Gegenzug auch viele Leute, die Bitcoin Cash verkaufen, Bitcoin Cash zunächst einmal gegen Bitcoin eintauschen. Das heißt, ihre Bitcoin verkaufen, sich dafür Bitcoin Cash kaufen. Also so rum ist es dann richtig. Das sieht man also. Also immer wenn der Bitcoin hier abnimmt, also quasi das Volumen geringer wird, steigt im Parallelen dann Bitcoin Cash. Und ja, vielleicht ganz kurz zur Grundthematik. Einige von euch sind vielleicht nicht so oft drin in dem Thema. Es gab diese Woche eine wichtige Entscheidung, die uns alle berührt. Und zwar wird ja schon seit über einem Jahr darüber diskutiert, dass die Bitcoins einfach eine zu kleine Größe haben, die Blöcke, und dass man irgendwie eine Lösung finden muss, damit man schneller und mehr Transaktionen abwickeln kann. Deshalb wurde gesagt, es werden zwei Schritte gemacht. Einmal wird ein Teil aus dem Bitcoin entfernt und der zweite Teil ist, dass wir die Blöcke verdoppeln in ihrer Größe. Und dieses Verdoppeln dieser Größe sollte jetzt stattfinden in etwa morgen, übermorgen. Und den Artikel verlinke ich euch natürlich, genau wie alle anderen Artikel. Kurz gesagt, es wurde von den Machern oder den Leuten, die wirklich bedeutsam sind in der Kryptowelt, sprich von großen Mining-Pool-Inhabern, aber eben auch von Leuten des Core-Teams von Bitcoin, zusammen eine Art E-Mail verfasst, und diese E-Mail beinhaltet unter anderem diese Passage hier: Es war immer unser Ziel, ein reibungsloses Upgrade für Bitcoin zu schaffen. Auch wenn wir fest daran glauben, dass eine größere Block-Size notwendig ist, so glauben wir, dass eine Sache wichtiger ist, die Community zusammenzuhalten. Unglücklicherweise haben wir für eine glatte Erhöhung der Block-Size nicht genügend Vertrauen in der Community aufgebaut. Diesen Pfad weiter zu verfolgen, könnte die Community spalten und Bitcoins Entwicklung umkehren. Das war niemals das Ziel von Segwit 2x. Das ist also kurz und knapp die Zusammenfassung der Nachricht, die überbracht wurde, oder ein Zitat daraus. Was wichtig ist dabei, es haben sehr, sehr viele Leute unterschrieben und auch Leute, die zum Beispiel eigentlich, meiner Meinung nach, von dem Bitcoin Segwit hätten profitieren können. Nämlich die Gruppe um Bitmain herum. Bitmain ist ein riesengroßer Pool in Asien, dem wiederum auch Unterpools zugeschlüsselt sind, wodurch er eine große Marktkraft hat, ein großes Marktgewicht. Ich glaube, fast 30% der asiatischen Pools sind auf Bitmain zurückzuführen. Das bedeutet, Bitmain ist auch verantwortlich dafür gewesen, dass es überhaupt Bitcoin Cash gab. Denn die Miner haben gesagt, okay, das Ganze mit Bitcoin ist für uns nicht mehr so wirklich sinnvoll. Wir brauchen da bessere Lösungen. Und so kam dann irgendwann diese ganze Debatte um Bitcoin Cash. Man sagt also, größtenteils ist es auf den Minern, die aus den Reihen von Bitmain herkommen, dass das Ganze daher rührt, dass überhaupt Bitcoin Cash ins Leben gerufen wurde. Nun fragt man sich natürlich, warum genau diese Menschen, in diesem Fang Jihan Wu, warum er einfach mit unterschreibt und damit einverstanden ist, dass dieser Abbruch durchgeführt wird. Er hätte sich auch enthalten können.
Aber das lässt uns daraus schließen, dass es wohl irgendetwas an Abmachungen gab oder irgendwelche Vorteile, die sich die Parteien untereinander zugeschlüsselt haben. Und welchen Vorteil dabei Bitmain hat, das sehen wir jetzt ganz klar und deutlich. Wir gehen mal kurz bei Bittrex rein. Wir sehen also, heute Nacht war das Allzeithoch überhaupt. Wir hatten 400, also 0,4 Bitcoin erreicht. Wahnsinn. Allerdings gab es dann auch einen großen Abverkauf. Der hat sich dann bis in die Morgenstunden hineingezogen. Deshalb war ich auch so lange wach. Und naja, jetzt sehen wir, pendelt sich der Kurs gerade so wieder ein bisschen ins Plus. Während wir hier sprechen, steht dabei 0,226. Und ja, ihr seht also, Bitcoin Cash hat extrem profitiert von diesem Abbruch. Es mag verschiedene Gründe haben, aber meiner Meinung nach ist einer der Hauptbeweggründe, dass so ein bisschen die Community natürlich auf Free Money gehofft hat. Das heißt, dass also Bitcoin gesplittet wird. Da haben viele in Bitcoin Geld reingeschmissen, um Free Money zu bekommen. Als dann der Fork abgesagt wurde, wurden dementsprechend wahrscheinlich viele Leute dazu gebracht, dass sie sagen, hey, dann brauche ich auch nicht mehr in Bitcoin gehen, dann gehe ich wieder in Altcoins. Deshalb war nach dem Abbruch auch so ein mega Anstieg bei den Altcoins. Ihr habt bestimmt gesehen, auch eure Lieblingscoins waren sicherlich dabei, haben teilweise 15, 20, 30% Renditen gemacht. Das lag wahrscheinlich daran, dass viele aus den Bitcoin rausgegangen sind und zurück in ihre Altcoins gegangen sind. Da gab es einen Riesenboom. Also schon mal sehr positiv. Auch positiv war, dass der Dip, der danach kam, bei den meisten Altcoins nicht ganz so riesig war. Das heißt, dass man insgesamt wieder Gewinne gemacht hat, jetzt auf die Tage betrachtet. Und das ist, glaube ich, auch für die Altcoins ganz wichtig. Denn nichtsdestotrotz haben wir natürlich, wenn wir hier mal schauen, eigentlich andere Sorgen als gerade die Altcoins. Wir sehen nämlich, dass Bitcoin Cash jeden Tag zweistellig Prozente macht. Gestern waren es, glaube ich, 70%. Heute sind wir wieder bei 40%. Vorgestern waren es 50%. Also wenn das so weitergeht, muss man sich hier ernsthaft die Frage stellen, was passiert hier überhaupt am Markt? Es gibt einige Berichte, die behaupten, dass Bitcoin Cash quasi jetzt die längere Kette werden soll. Das heißt also, dass das Ziel von Bitcoin Cash einfach das ist, dass die Menschen jetzt Bitcoin Cash als Hauptzahlungsmittel wählen. Und zwar aus verschiedenerlei Gründe. Erster Grund ist, die Geschwindigkeit der Transaktion ist momentan bis zu 60% mal schneller als von Bitcoin. Das heißt, Bitcoin braucht ungefähr 10 Minuten für eine Transaktion. Bitcoin Cash gerade aktuell unter 3 Minuten. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine spannende Geschichte. Darüber hinaus hat Bitcoin Cash gerade extrem viel Volumen. Und auch nach dem Hardfork, der jetzt geplant ist, wird es wieder etwas freundlicher für die Miner gestellt, das Ganze. Das heißt, wenn es jetzt schon so abgeht und der Fork vernünftig funktioniert, was wird dann passieren, wenn einige Blöcke noch schneller erschlossen werden können und das Ganze noch attraktiver und lukrativer ist für die Miner? Das sind so die Gedankengänge, die jetzt viele in der Community haben. Und das wird auch sicherlich einer der Gründe sein, warum der Bitcoin Cash gerade so extrem nach oben schießt, auch wenn er gerade gedämpft wurde. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an dem Hardfork. Für all diejenigen unter euch, die davon noch nichts gesehen haben, auch den werde ich euch nochmal hier beifügen, den Artikel, der den Hardfork nochmal beschreibt. Kurz gesagt geht es darum, bisher war es immer so, dass ab einer gewissen Anzahl an Blöcke ein gewisser Schwierigkeitsgrad eingebaut wird und die Kette, die kürzer ist, hat enorme Schwierigkeiten, diesem Schwierigkeitsgrad gerecht zu werden. Das heißt, da alle immer in Bitcoin waren und keiner in Bitcoin Cash oder sehr wenige, war Bitcoin natürlich der Coin, den die meisten Miner gemeint haben und dementsprechend hatte Bitcoin auch nie Probleme mit dieser veränderten Schwierigkeit. Bei Bitcoin Cash war das jedoch anders. Da sie die kleinere Kette waren, haben die meisten Menschen große Probleme gehabt, wenn es an diesem bestimmten Block ging, weil es danach ewig gedauert hat, bis man den nächsten Block gefunden hat. Und daraufhin hat Bitcoin Cash sich überlegt, wir müssen eine Art Notfallplan rausholen und diese Schwierigkeit irgendwie überwinden. Und so kam dann dieses sogenannte DAA, Dynamic Adjustment Algorithm. Hier steht es auch nochmal irgendwo, müssen wir mal schauen. Also hier nennt es E, also Emergency, aber es gibt nochmal das Ganze mit DAA, genau, Difficulty, also flexibler Difficulty Algorithmus. Also man kann damit quasi diese Schwierigkeit umgehen und kann ein bisschen das Ganze ein bisschen besser lenken und für den Miner eben attraktiver machen, dass er wieder schneller Blöcke findet. Und wenn das so passieren sollte, wenn das alles so umgesetzt wird, wie man sich das vorstellt, gibt es für Miner gänzlich wenig Grund, weiterhin Bitcoin zu minen, weil Bitcoin Cash ist im Prinzip die ursprünglich gleiche Kette, gleiches System dahinter, das Logo sieht sogar gleich aus, alles ist sehr ähnlich gehalten und für die Miner ganz wichtig, es arbeitet prinzipiell genauso wie vorher auch. Sie müssen also ihre Hardware nicht besonders umrüsten und meinen einfach zukünftig Bitcoin Cash. Bitcoin Cash wird dadurch mehr abwerfen für sie. Miner sind sehr profitorientiert und zusätzlich kommen noch solche Länder wie China dazu, die jetzt zum Beispiel ganz klar dazu raten, nur Bitcoin Cash zu kaufen. Nur Bitcoin Cash ist zugelassen an einigen Mining Clouds
wo Leute zum Beispiel, ohne dass sie jetzt eigene Hardware haben, auch minen wollen. Die sagen, wenn ihr euch hier Power kaufen wollt, um sozusagen bei uns in der Cloud mitzuminen, dann müsst ihr das in Bitcoin Cash machen. Und so wird Bitcoin Cash jetzt in Asien immer mehr so zur gängigen Währung. Und einige Spekulanten gehen sogar so weit, dass sie sagen, vielleicht wird Bitcoin Cash sogar den Bitcoin als solchen ablösen und irgendwann wird der Name Cash einfach hinten wegfallen und wir werden zu dem Bitcoin Cash ganz normal Bitcoin sagen. Viel Verschwörungstheorie, auch nicht allzu doll zu überbewerten das Ganze, aber schon spannend, was hier gerade passiert. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wie seht ihr die aktuelle Situation um Bitcoin und Bitcoin Cash? Ist es ein Krieg der Giganten oder ist es einfach nur eine kurzfristige Geschichte wegen dem Hardfork? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten zum Hardfork selbst. Er ist in einem Tag 7 Stunden und 15 Minuten. Entschuldigung. Ein Tag 7 Stunden 15 Minuten. Da könnt ihr das live mal sehen hier bei cash.coin.dance. Und im Vergleich zu Bitcoin war es ja so, oder bei Segwit war es so, dass man gesagt hat, wenn der und der Block erreicht ist, dann wird es umgestellt. Hier ist es tatsächlich nach dem Countdown, nach der Zeit. Bei dem aktuellen Blockumsetzung, die wir da bei Bitcoin Cash haben, wäre es auch extrem schwierig vorherzusehen, wann das denn wirklich passiert, weil teilweise Blöcke enorm schnell generiert werden. Ja, das also dazu. Ansonsten, ich kann nochmal darauf hinweisen, bei Twitter oder Facebook oder Telegram seht ihr immer mal wieder coole Live-Shots, wenn ihr zum Beispiel gerade unterwegs seid und keine Zeit habt, euch irgendwo einzuwählen. Ich halte euch bei sowas auf dem Laufenden. Und da lohnt es sich schon, wenn man ein bisschen miteinander vernetzt ist. Auch danke für eure Kommentare. Ja, ich wurde auch auf vieles aufmerksam gemacht, was ich so noch nicht gesehen hatte. Vielen Dank dafür. Ansonsten war es das an dieser Stelle mit Bitcoin Cash. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten gehen wir jetzt noch einmal auf das Ergebnis vom Coin Day. Ihr habt gesehen, ich habe dieses Mal etwas mehr Möglichkeiten reingenommen. Also neben Nagacoin, Worldcoin und Komodo habe ich jetzt noch drei weitere reingenommen, weil ihr sehr viele, zum Glück diesmal sehr, sehr viele Vorschläge gemacht habt. Und ich finde es blöd, euch auf der einen Seite zu sagen, hey, macht mal ein paar Vorschläge mehr, auf der anderen Seite immer nur 3-4 Coins reinzunehmen. Deshalb werde ich jetzt so immer zwischen 5 und 6 Coins reinnehmen, damit ihr eben die Möglichkeit habt, dass auch euer Vorschlag da steht. Ja, zu Beginn war es so, dass fast alle sich, wir können ja mal runterscrollen, zu Beginn waren sehr, sehr viele für Komodo und dann irgendwann fing es immer mehr an, dass Worldcoin, nicht zuletzt wahrscheinlich wegen seinem hohen Kursgewinn, sehr, sehr viele Menschen sich für Worldcoin interessieren und hier herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die Worldcoin gewählt haben. Worldcoin ist nun der nächste Coin am Coin Day. Super. Ja, am Coin Day werdet ihr im Anschluss an das Coin Day Video am Mittwoch dann natürlich wieder die Möglichkeit haben, eure Vorschläge zu nennen. Könnt gerne jetzt schon mal anfangen, aber am besten wäre es natürlich, wenn ihr es dann macht, wenn der Coin Day ist, damit es direkt unter dem Video steht, dann sehe ich es immer am einfachsten. Gut, das war's an dieser Stelle. Das Letzte, was ich noch mit euch anschauen wollte, war noch einmal Facebook und das Facebook-Gewinnspiel. Wir sind kurz davor, unsere 5000 Abonnenten im Hauptkanal hier bei YouTube zu erreichen. Ihr könnt euch schon mal richtig drauf gefasst machen. Das wird ein richtig geiles Special. Ich werde auch da wieder einiges verlosen, diesmal ein bisschen mehr als sonst. Und wenn die Seite hier mal lädt, dann gucken wir mal, wie viele Abonnenten wir aktuell haben. So, schauen wir mal rein. 309 Abonnenten, noch 200 oder 191 Abonnenten fehlen. Bei 500 Abonnenten wird das Gewinnspiel aktiviert. Teilt gern den Kanal oder teilt gern die Seite, teilt gern meine Videos. Lasst uns kurz die 500 erreichen und dann wird der Ledger Nano S vergeben. Freue ich mich schon riesig drauf. Ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich werde jetzt weiter hier an meinem Bildschirm hängen und euch auf dem Laufenden halten, wenn es mal wieder irgendwelche spannenden All-Time-Highs gibt hier von Bitcoin Cash. Ansonsten war es das für diese Woche. Ich hoffe, es war in Ordnung für euch, dass ich heute natürlich das Bitcoin Cash-Thema extrem schwer gewichtet habe. Aber ich glaube, so oft passiert sowas ja, Legendäres hier schon fast gar nicht. Das ist schon was Heftiges und das wird uns, glaube ich, allen in Erinnerung bleiben. In dem Sinne, genießt den Rest des Sonntags nochmal entspannt. Vielleicht mal den Laptop zuklappen, das werde ich auch gleich nochmal machen. Und ansonsten hören wir uns spätestens am Mittwoch zum Coin Day. Ich hatte am Donnerstag nochmal ein Tutorial-Video Nummer 1 rausgegeben. Das vielleicht nochmal ganz kurz für euch. Falls ihr euch für so grundlegende erste Schritte interessiert, guckt euch gerne mal meine Tutorial-Reihe an. Das erste Video ist schon draußen. Das zweite kommt jetzt Anfang der Woche. Und so versuche ich dann für diejenigen unter euch, die vielleicht noch relativ neu in dem Thema sind, so ein paar einfache Dinge zu erklären. Ja, das war's an dieser Stelle. Bis dahin, macht euch einen richtig, richtig geilen Abend. Bis bald. Ciao.